Hans Magnus Enzensberger, eine Beobachtung beim Austausch von Funktionseliten. Dieses schürfende Geräusch, ein Scharren Tag und Nacht von Zehen, Fingern, Krallen, das kommt vom Kratzen, vom Klettern, vom Krabbeln derer, die da mit angehaltenem Atem hoch wollen, hoch, immer höher, voll Angst, Angst, dass der sandige Hang nachgibt unter den Nägeln, so dass sie abwärts dahin, wo sie herkamen, rutschen. Und zwar, je mehr sie in Panik, noch ehe die mürbe Kante bröselt, bricht, auf allem, was sie unter sich vermuten, anfangen herumzutrampeln, desto tiefer, unaufhaltsam nach unten.